Robinson, ein Umweider ist der Champ du Feu, ist immer recht holsam. Aber wenn du aufenthalt mit einem Ritspaziergang und Entspannungsmomente verbunden ist, gibt es etwas ganz Spezielles. Das kann auch du im Ritzentrum Cheval Alsace erleben, in Belmont, 30 Meter auf der Höhe. Du kennst noch sogar zehn Spitzen ein bisschen höher stellen. Wie wenn er auf dem Pferd sitzen und den Fuß im Steigbügel haben. Also, Brigitte, sind wir auf die Idee gekommen, Ritt-Yoga? Du kommst noch drauf, weil man sieht, dass Yoga und Ritten ganz verbunden sind. Dass man Haltungen im Yoga macht, die im Ritten dienen. Und du gut halten. Wie lange tun wir uns da vorbereiten für den Rittspaziergang? Stundenlang. Wenn man Yoga macht, tut man sich auf den Moment fokussieren, konzentrieren. Und das lernt man im Yoga. Und das ist ganz wichtig, im Ritten auch zu machen. Denn zum Beispiel, wenn man in eine gespannte Situation gerät, dann müssen wir halt das alles harmonisch überwinden. Also Marco, die ganzen Reser warten auf uns jetzt. Ja. Wie viele Reser? 80, 90 so. Wie sind die ganzen Reser? Wir setzen gar nicht. Ein bisschen überall. Auf dem Moder rechts, links, unten, oben. Kommst du rüber? Ja. Voilà. Merci. Bon. Was bieten wir da für Aktivitäten, Ritteraktivitäten bei euch? Also alles in der Natur ritt draußen. Damit für Anfänger, für Fortgeschrittene. Wenn die Leute hierher kommen, was erwarten sie da? Die Leute kommen entweder auf ein Wochenende oder für eine Woche. Dann schlafen sie hier, essen hier und reiten hier. Und den Rest muss man alles machen können. Hast du gesagt, mach alles Yoga, das ganze Ding. Hey, Bakiro! Jetzt gehen wir gerade in den Wald. Kommen die anderen mit hierhin? Ja, lassen wir sie, kommen noch. Ja. Sie haben ein bisschen mehr, aber sie kommen. Ein schöner Tag. Ja, das kann ist wahr, das ist ganz auch. Und mit einer wunderbaren Landschaft. Ah, ja, da sieht man den Donau. Der Donau, der Petit Donau, das ist schön. Hein? Et le cheval avec le yoga, c'est la première fois que tu as expérimenté ça? Les deux ensemble, oui. Dans la même journée, c'est une première, oui. Et alors, t'as trouvé ça comment? Physique, l'un comme l'autre, les deux. Qu'est-ce que tu préfères? Je dirais l'équitation quand même. C'est un rêve d'enfant. Also, der Tag geht wieder mit einem neuen Entspannungsmoment. Virginie, en quoi consiste le massage à la bougie? C'est un massage doux, langoureux, pour une détente cocooning. C'est vraiment un moment où on se libère des tensions qu'on a eues durant la journée. J'utilise mes avant-bras comme des bâtons. Pour vraiment détendre les muscles du dos. Et le soin dure une heure. Et être ici à Cheval Alsace, c'est vraiment super parce que on est toujours en contact avec nos racines, la nature. Also im Rittzentrum Cheval Alsace finden wir das Richtige für frische Luft. Und Energie zu tanken, denn alles ist gemacht, für den Moment zu genießen und zu teilen. Das ist alles, was der Gerd von Schlittstadt gern hat. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald! Ich bin Agat Brünnstein. Ich wohne in Schlittstadt, aber mein Herz ist immer noch in Koine. Und was hast du für Hobby? Theater. Wie immer.
nicht glücklich machen, wenn wir das erlauben, wenn wir Maris Toten auf der Seine. Machst du es gut? Ich nehme es an, dass ich freue mich alle Jahre wieder, für wieder zu spielen. Hast du noch eine Replik, wie geblieben ist? Ja. Da kommt der Champagne, s'il vous plaît. Elsass oder Grand Est? Elsass natürlich. Bist du frach oder frisch? Frach! Bier oder Mineralwasser? Crema! Trinkst du viel? Was muss ich alle da? Schnell oder langsam? Schnell im Schaffen, langsam im Trinken. Mache ich Knöpfelsuppe oder keiner Salat? Mache ich Knöpfelsuppe, Salz, Getreide noch. Was macht die Glickli? Was liegt Glickli gesehen, was nicht erwartet, was liegt lachen, wenn wir können sich amüsieren, wenn wir alle beieinander sind. Und hast du ein Lieblingswort auf Elsassisch? Ich hab die gern. Zu wem sagst du es? Nicht mein Mann unbedingt. Aber alle anderen, alle Leute, die ich gern hab.